So, jetzt wie versprochen geht's weiter bei World of Tanks mit dem Dan. Jawohl, wir machen jetzt hier die Forschung, weil wir haben den nächsten Step erreicht. Den T46. 38.000, mein Gott, wo soll das denn noch alles hin? Es ist kein Platz in der Garage, aber das ist kein Problem. Hab's nur wieder vergessen. So, wir verkaufen den Vickers Medium. Verkaufen Besatzung, entlassen. Ich habe kein Interesse daran, diese Besatzung zu übernehmen. Ich habe 90 Mark für diese Jungs bekommen, oder für diesen ganzen Panzergedöns. So, jetzt mal hier. Es sind schon ganz schön viele Nationen mittlerweile. Also World of Tanks hat sich da einiges geleistet. So, T46, Schnellkurs. Ne, nicht ohne Besatzung hier mit Schnellkurs kaufen. Wenn man die Panzer länger behält, dann macht es auch irgendwann auch Sinn, die Besatzung überzunehmen, aber hier am Anfang noch nicht so. So, das ist jetzt der T46. Das ist der T26. Also man sieht, okay, also es hat sich was getan, aber nicht ganz so viel. So, machen wir hier mal die ganze Driss machen wir rein. Wartung. Jetzt will ich nochmal schauen. Ah, wir haben noch ein bisschen HE-Geschichten. Dann möchte ich auf jeden Fall nochmal 30 Schuss HE nehmen. Aus dem Grund, weil wenn wir in sehr niedrige Gefechte kommen, ist es vielleicht von Interesse, wenn wir nochmal so ein bisschen mehr Modulschaden machen können. Aber bevor wir jetzt loslegen mit diesem Panzer, gibt es natürlich nochmal einige Informationen. Also, der leichte Panzer T46, entwickelt als Nachfolger für den T26, nahm er 1936 die Serienfertigung auf, beendete diese aber nur nach vier Fahrzeugen, da die Fertigungskosten zu hoch waren. Okay. Ja gut, da musst du ja einiges können. Du. Gucken wir mal rein. 220 Struktur sieht gut aus. Motorleistung 300 PS, Höchstgeschwindigkeit 58, also der ist schon schneller, muss ich gleich mal gucken. Panzerung ist, naja, ich weiß nicht. Turmpanzerung? Was mache ich denn hier so? Durchschlagskraft 38 bis 64 Millimeter. Und meine eigene Panzerung ist, also ich könnte meine eigene Panzerung damit locker durchschlagen. Mal gucken. Mal gucken, was der jetzt auch so. Muss man jetzt erstmal gucken, was der so für ein Feeling hat. Wie das sich fährt. Bin ich dafür. Bin, oder kann ich damit gut hinter feindliche Linien fahren oder nicht? Bleibe ich damit hinten, bleibe ich damit vorne? Bleibe ich damit rechts? Bleibe ich damit links? Mal gucke. Mal gucke, erstmal. Glas einschütten. Jawohl. Müsste aber eigentlich losgehen. Guckt mal an. Es sind 1500 Leute in der Warteschleife. Und ich glaube nicht, dass es alle schwere Panzer sind. Panzer. Na gut. Ah ja, gut. Spiel läuft. Spiel läuft. So, wo bin ich denn? Ganz unten. Ja, das ist halt das Ding. Ich bin jetzt Tier 3 geworden. Kommen wir damit in höhere Gefechte. Und dann sind die höchsten Panzer dann, was weiß ich, Tier 5 oder sowas. Und ich bin dann der arme kleine süße Schnuckel ganz am Ende. So, ne, ab hier. Oh, sind alles Tier 3. Aber ich bin trotzdem ganz am Ende. Ich meine, Jagdpanzer und Artillerie wird eh höher eingestuft. Also bei denen ist ein Tier 3 immer stärker als ein Tier 3 Medium oder leicht. Macht ja auch Sinn. So. Gucken wir mal. Also, ich habe hier, ach ja, genau, hier auch noch wieder deutscher Panzer. Der Marder, auch offen als Jagdpanzer. Ich habe das ja in dem Let's Play von eben erzählt, dass das wohl Usus war, die offen zu machen. Warum auch immer. Kann ich nicht sagen. Ich finde es halt seltsam, dass man sowas offen macht, weil die ganzen Kontrollen einfrieren und so weiter. Aber vielleicht hat man dann, also nicht was heißt einfrieren, aber. Man kann auf jeden Fall nicht so gut. Wow! Man kann auf jeden Fall nicht so gut die wintersicher machen. Allerdings brauchte man das vielleicht irgendwie besser zu sehen oder ich weiß nicht. Boah, fuck. Was war das denn jetzt? Ah, ich komme hier gar nicht hin jetzt. Fuck. So.
Das war ein Überfall jetzt. Also die leichten Panzer wollten aufklären, weil es sehr, sehr relativ viel Arti im Spiel ist. Deswegen habe ich mich jetzt auch im Rückwärtsgang bewegt, um es der Artillerie nicht ganz so leicht zu machen, mich abzuschießen. So, kann ich den jetzt? Ja, kann ich. Aber ich treffe nicht. Also die Zielerfassung von diesen russischen Panzern, die ist sehr träge. Oder die Genauigkeit vielmehr. Ui. Komm, einen geht man noch. Ach Mann! So viel dazu, die Fertigung war zu teuer. What? Das war ein Artillerieschuss, das war sehr knapp. Wie der von oben einfach nur so auf mich eingeprasselt ist. Jetzt fahren wir erstmal hier in das Haus. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich glaube, das war ein Franzose jetzt. Und noch einen hinterher, scheiße. Ja. Tja, gut, ich meinte, deswegen war die Fertigung auch so teuer, ne? Weil der halt noch voll durch die Panzerung schießt. Okay. Angezielt habe ich. Jetzt müsste nur mal einer kommen. Ach nee, nicht du. Gegner. Okay, also das ist. Okay. Deutsche Panzer hier. Boah, der ist schnell. Fuck! Schade. Ja gut, aber erste Erfahrung. Panzer tut seinen Job. Er ist gepanzert. Mehrfach. Und es geht. So. Gut. Jetzt muss man hier den T-46 müssen wir auch mal als Primärfahrzeug markieren, dass der mal hier vorne mit drin ist und den Carrier auch. So, zack. Universal-Carrier. Ein Spiel mache ich jetzt. Also das ist jetzt hier so in dem hier bei World of Tanks so mein erster K Account, wo ich auch mal so die ausländischen Panzer spiele. Also mit meinem normalen Account habe ich eigentlich nur Deutsche. Ist so ein bisschen Lokalpatriotismus und auch Interesse. Also deutsche Panzer so aus dem Ersten Weltkrieg finde ich sehr interessant oder Medium bis sehr interessant. Und wenn ich so Interesse habe an verschiedensten Dingen, dann ist das Infanterie. Alles, was so Infanterie anbetrifft, also Ausrüstung und Waffen und Ausbildung, solche Geschichten, sehr interessant. Weil das halt so ziemlich, ja, das ist halt das Thema, wo man sagt, okay, die haben halt das komplette Elend mitgemacht von dem Krieg. Deswegen Infanterie und halt auch Panzer. Und halt. Und deswegen finde ich jetzt auch zum Beispiel Luftwaffe und sowas nicht so interessant, weil die einfach. Ja, gut, ich meine, die sind nicht feige oder sowas, auf keinen Fall. Die müssen auch einiges einstecken, aber die fliegen halt in der Luft und. Die Wahrscheinlichkeit zu fallen durch irgendeinen random Shit oder so ist halt, naja, ist halt wesentlich geringer. Und da bin ich ja schon wieder raus. Also zwei, drei gute Treffer gesetzt, schon wieder rausgeflogen. Das war nicht so gut. Ach, machen wir jetzt nochmal den. Nee, wo ist er denn? Hier, Otsu. Den will ich jetzt nochmal fahren. Das ist ein Schnuckel für mich. Ein kleiner Süßer. Und so ein Japaner. Wie der Japaner sagt. Der Japaner sagt das. Ne, das ist halt so. Habe ich zu dem die Daten eigentlich schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Aber ich habe den jetzt bis jetzt zwei, dreimal gefahren und jedes Mal war es top. Also kann ich mich nicht beschweren. Ist kaum was durchgegangen. Ist alles so ein bisschen angeschrägt. Obwohl ich hier diese Schräge hier im Vorderfeld mit den zwei Griffen, wie ich seltsam finde, wenn das abprallt, geht es hoch in den Turm. Naja, wer weiß. Ja, nee, also der hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ist das ein Maschinengewehr hier neben auf der Seite? Das war. Alter Schwede.
Ich meine, in solchen Rattel, wenn du so in so Rüttelkiste hier drin hockst, da sitzen ja maximal zwei Leute drin. Und die auch unter sehr beengten Bedingungen. Also das ist ja fast ein Anzug, also heftig. Na gut, aber ich will auf jeden Fall keine große Hektik machen mit dem Gerät hier. Ich stelle mich hier unten hinter den Busch. Und dann zeige ich mal, was die japanischen Kanonenbauer an Präzisionswaffen hergestellt haben. So, zeigen. Und Wirkungstreffer. Und Wirkungstreffer. Nicht mal angekratzt. So. Ja. Na toll. Na toll. Na toll. Alter. Jetzt haben sie mich total weggebannt. Schade. Das tut mir leid. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr mit ihm gemacht, aber kann man nichts machen. Ich mache jetzt hier einen kurzen Break und spiele aber jetzt hier in dieser Session nicht weiter, weil ich habe jetzt total Bock auf Diablo 3. Ich habe nämlich jetzt nebenher ein bisschen was getrunken und jetzt kommt mein Diablo 3 Drunken Let's Play. Geht jetzt weiter. Und Aufnahmesession geht weiter. Macht's gut, tschüss.